Die Insel Islay, umspült von den Wellen des Atlantiks an der Nordwestküste Schottlands. Das Wasser, der Torf und das Jod des Meeres sind die besonderen Elemente des schottischen Whiskys, der die Insel berühmt gemacht hat. Einige der bekanntesten Destillerien der Welt befinden sich hier auf Islay. Die Brennerei von Bruichladdich produziert seit 1881 Whisky. Bis heute wird das Getränk auf traditionelle Weise gebrannt. In diesen sogenannten Alembics oder Destillierhelmen entsteht der Alkohol, der die Grundlage für die Herstellung des Whiskys ist. Ein guter Whisky ist Teamarbeit, sowohl bei der Produktion als auch beim Kreieren neuer Sorten. Wie bei der Haute Couture erfindet die Brennerei ständig neue Kollektionen. Whiskys mit torfigem oder leichterem Geschmack, mal mit mehr, mal mit weniger Jod. Destilliermeister Jim McEwan ist eine Koryphäe in seinem Fach. Sein jüngstes Projekt ist eine besondere Herausforderung. Er möchte den stärksten Whisky der Welt herstellen. Einen Whisky, der 4-mal gebrannt wurde und zu Beginn der Lagerung 88% Alkohol enthält. Probier mal. 88%. Das ist süß, oder? Und so rein. Mitte der 1990er Jahre wurde die Brennerei Bruichladdich stillgelegt. Ihr Schicksal schien besiegelt. Der Whisky-Absatz steckte weltweit in einer Krise und auch andere Brennereien mussten ihre Pforten schließen. Doch im Jahr 2000 ließ sich der Engländer Mark Rainier auf der Insel nieder und kaufte Bruichladdich. Seit er die Firma leitet, hat er die Alembics wieder zum Leben erweckt und eine neue Produktion angekurbelt, die nun in der ganzen Welt bekannt ist. Er stoppte die Herstellung der bis dahin üblichen Blended Whiskys, billigen Verschnitten aus Mais- oder Weizenwhiskys, und setzte auf Qualität. Bruichladdich produziert seitdem ausschließlich Single Malts, also Whiskys aus einer Gerste, die im eigenen Haus gemälzt wurde. Jeden Morgen wiederholen sich dieselben Handgriffe. Ab 6 Uhr werden Wasser und Gerste gemischt. Die Gerste bleibt so lange im Wasser, bis sie zu keimen beginnt. Dabei wandelt sich die Stärke nach und nach in Zucker um. Bereits hier werden Aromen freigesetzt, die sich viele Jahre später im Whisky wiederfinden. Die Gerste wird nach 3 Tagen im Wasserbad in riesigen Dachspeichern, sogenannten Darren, ausgebreitet. Der bereits im Wasser begonnene Keimungsprozess, das sogenannte Melzen, wird an der Luft fortgesetzt. Eine Woche lang wird das Getreide regelmäßig umgedreht, um Temperatur und Keimungsgeschwindigkeit zu kontrollieren. Dann wird die Keimung im Kiln gestoppt, einem riesigen Dachspeicher, der vom Torffeuer ausgeräuchert wird. Die Gerste, die nun gemälzt ist, reichert sich mit den Aromen des Torfs an. Je länger das Malz dem Rauch ausgesetzt ist, desto stärker hinterher das Aroma des Whiskys. Nachdem das Malz mit heißem Wasser gemischt, also gemeischt wurde, wird es hier vergoren. Innerhalb von 48 Stunden verwandelt die zugesetzte Hefe den Zucker des Mostes in reinen Alkohol. Es folgen 2 Destillationsvorgänge,
bei denen aus dem Moss zuerst der Alkoholdampf und dann der flüssige Spiritus gewonnen wird. Jim misst regelmäßig den Alkoholgehalt. Dieser steigt schrittweise an. Für den handelsüblichen Whisky ist nur Flüssigkeit brauchbar, die zwischen 68 und 72 Volumenprozent Alkohol enthält. Das heißt, die ersten und letzten Tropfen sind dafür entweder zu schwach oder zu stark. Um das Erwachsenenalter zu erreichen und ein eleganter Whisky zu werden, muss der Spiritus über lange Jahre in einem Eichenfass reifen. Durch den Kontakt mit dem Holz reichert sich der Spiritus mit Gerbstoffen, Vanille- und Karamellaromen an und wird nach und nach zum Whisky. Jim McEwan und Mark Ranier besuchen das Heiligtum der Brennerei. Diese Lager sind das Gedächtnis und die Schatzkammer von Bruegladie. Hier werden die mit Alkohol gefüllten Fässer gelagert, um lange Jahre in der Stille und Dunkelheit geduldig auszuharren. Die Fässer geben Dämpfe des Alkohols ab, die beim langen Verdunstungsprozess der Flüssigkeit entstehen. Dies nennt man den Anteil der Engel. Nach 4 Jahren im Fass wollen Jim und Mark zum ersten Mal den zukünftigen neuen Octomore Whisky probieren. Der torfigste Whisky der Welt. Schau dir die Farbe an. Was ist das für ein Holz? Das ist ein spanisches Sherryfass. Du zuerst. Manchmal ist der Torf zu markant, aber hier ist es gut, das ist rund. Ich werde Ihnen meine Notizen über die Verkostung des Octomore verraten. Die Aromen explodieren im Glas wie eine Welle, wie ein Sturm auf dem Atlantik. Ein Torffeuer, Myrte und Farn. Das langsame Brennen verleiht eine wunderbar glatte Textur. Das hilft, um das Unwetter zu beruhigen und auch die Milde der essentiellen Öle. Bis ein neues Gewitter losgeht in ihrem Gaumen und alle Sinne ihres Geruchssinns in Alarmbereitschaft versetzt. Der Charakter von Isla explodiert ungebremst auf ihrer Zunge. Seine Jugend hat wirklich das Wesen von Isla erfasst.